Weil da ist nämlich der Herr Tauscher von Unicorns unterwegs und erklärt sein Simrig. Und das möchte ich gerne sehen, was der da macht, was er dazu erzählt. Herrn Tauscher habe ich nämlich auf der Sim Racing Expo kennengelernt. Mal gucken. So, diven wir da mal rein. Ich bin mal gespannt. Also, Herr Tauscher spricht über sein Simrig. Das ist übrigens Michael Tauscher, falls ihr ihn noch nicht kennt. Unicorns of Love Fahrer. Gutes Mikrofon, by the way. Es war vor 3 Jahren als ein Geburtstagsgeschenk. Wir haben in der Familie, haben wir eigentlich immer schon, ja, waren wir mit dem Motorsport verrückt. Und dann habe ich mir immer schon gedacht, so ein Simulator wäre mal was ganz Cooles. Aber man hat nie wirklich gewusst, was jetzt dahinter steckt. Wir haben auch immer eine Playstation gehabt, wo wir halt mit Controller gefahren sind. Aber es war jetzt halt nicht sowas, oder? Jetzt halt hinter mir steht. Ja, und dann ging es halt los. Habe ich mir zu Geburtstag und zu Weihnachten gewünscht gleichzeitig. Ui, das sieht richtig schick aus. Sogar noch ein extra Fuß dran. Halten da die. Wow, das ist ja ein richtiger Fünffett hier, der Herr Tauscher. Ui, Herr Tauscher ist ja ein Fünffett. Der hat die ganzen. Ui, ui, ui. Und dann Der hat gar noch keine Gelenke drin. war der Simulator da. Ja, zum einen das Lenkrad, was ich halt hier habe. Dann haben wir hier SimoCube ist aus. ein Alu-Gerüst, was wir selber gebaut haben. Dann haben wir noch einen Rennsitz von einem echten Rennauto. Dann der Motor, der halt das Lenkrad antreibt oder damit man halt vor Seatbacks, so sagt man, dass man halt was, ja, spürt. Dann gut, ein Rechner natürlich. Was ist da drin? Das deckt das ab. Was ist das für eine GeForce? Wir müssen alles wissen. Smart-Steckdose? Irgendwo hat er einen Knopf an der Steckdose. Wo hängt der Knopf? Oh nee, tatsächlich nicht. Das ist einfach nur eine. Oh, okay. Ich habe auch noch eine Buttonbox, weil bei mir die Knöpfe nicht mehr reichen. Weil wenn wir Sim Racing machen, brauchen wir viel Knöpfe. Herr Tauscher, ich kann Ihnen da ein schönes Video empfehlen. Die 8 Tipps, die du brauchst für dein Sim Racing. Da wird gezeigt, wie man Knöpfe öfter belegen kann als nur einmal. Ich habe auch 3 Monitore zum Fahren und einen für alles andere, wenn wir jetzt im Team Discord sind oder wenn ich jetzt irgendwie YouTube schaue oder alles Mögliche, dann habe ich halt den vierten da oben. Dann Pedale da unten. Ich habe nur zwei. Es gibt auch Sets mit 3 Pedalen, also da ist noch Kupplung dabei. Ich habe nur zwei, weil die Autos, die ich fahre, brauchen halt nur Bremse und Gas, da brauchen wir keine Kupplung mehr. Die wichtigsten Knöpfe für mich sind zum einen Traktionskontrolle. Das verstelle ich hier, indem ich nach links gehe, wird die Traktionskontrolle niedriger. Heißt, ja, Traktionskontrolle ist sowas wie Elektronik, die halt schaut, dass deine Reifen nicht durchdrehen, damit du halt, ja, die Motorkraft halt auf den Boden bekommst. Das Problem dabei ist, wenn die Traktionskontrolle zu hoch ist, dann regelt das oft zu viel und dann, ja, verlierst du eigentlich nur Leistung. Und deswegen schauen wir, dass wir im E-Sport-Bereich halt immer bei engen Kurven, wo die Geschwindigkeit niedrig ist, schauen wir immer, dass wir niedrige Traktionskontrolle fahren, damit wir halt so viel Leistung bekommen wie möglich. Und dann über die Runde stellen wir es dann wieder ein bisschen höher, auch zum Reifenschonen teilweise. Dann Bremsbeloss habe ich auf den Knopf belegt. Das ist, wie viel das Auto vorne oder hinten bremst, umso weiter die Bremsbeloss nach hinten geht, umso mehr bremst das Auto über die Hinterachse. Heißt, das Auto bremst in langsame Kurven schneller oder besser und deswegen kriegt man auch mehr Rotation. Das verstellen wir auch immer über die ganze Runde, teilweise 4, 5 Mal. Es kommt immer darauf an, welche Strecken man fährt und welche Kurven da halt vorkommen. Das ist halt richtig krass. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn ihr bei Leuten wie Herrn Tauscher zuguckt oder auch bei Hobinator. Das ist, als wenn du einen Pianist zuguckst. Die stellen so viel Sachen um, das ist richtig crazy. Also das sind richtige wie sagt man denn? Multitasking-Talente. Dann, das ist das Motormapping. Das ist, ja, das regelt eigentlich, wie viel Leistung der Motor bringen kann, umso höher grundsätzlich.
desto weniger Leistung hat der Motor. Kann man für verschiedene Zwecke hernehmen, entweder zum Spritsparen. Beim 24-Stunden-Rennen zum Beispiel haben wir immer zwischen zwei Motor-Mappings gewechselt auf der Runde, damit wir halt Sprit sparen. Kann aber auch Reifen schonen, eben wenn weniger Leistung durch den Motor halt auf die Räder auswirkt. Tauscher ist richtig sympathisch. Also ich hab Herrn Tauscher kennengelernt, sympathischer Typ. Hat immer ein Lächeln drauf gehabt. Man hat nicht so viel miteinander gesprochen, ne, aber er hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Das war wirklich ganz nett. Unicorns sind sowieso solche, wie soll ich das sagen? Die Unicorns sind durchweg, also wirklich die Reihe durch, absolute Sympathiebolzen. Also da war noch nie einer dabei, den ich kennengelernt habe, wo ich sage, boah, Alter, nee, danke mit dem, aber nee, nie wieder und nee, mit dir möchte ich nicht mehr sprechen. Kriegt man weniger Respin und dann schon auch ein bisschen Reifen. Hier unten sind die beiden Blinker, rechts und links. Braucht man tatsächlich nicht so oft. Ja, weil man so schnell fährt wie ihr, dann nicht, nee. Menschen wie ich brauchen den relativ häufig. Ja, das Einzige, wenn ich das hernehme, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Box fahre und dann signalisieren muss, dass ich jetzt eben vielleicht langsamer werde und die Boxengasse zum Beispiel auf der linken Seite ist, dann blinke ich halt links und dann wissen die, okay, da wird es wahrscheinlich langsamer, dann schaue ich, dass ich weiter rechts bin, dass ich an dem vorbeikomme. Da, das ist der Flasher, das ist wie aufblinken im Straßenverkehr, nur dass es halt automatisch geht. Wenn du einmal drückst, flasht es dann dreimal hintereinander. Kann man, oder nimmt man eigentlich nur her, um den Vordermann nervös zu machen. Beste Antwort, Alter. Nehme ich nur, damit die Leute einfach nervös werden. Also nicht, dass ich irgendwie ihn überrunden will oder so. Nö, nur, nee, benutze ich, um ihn nervös zu machen. Im Spiel gibt es ein Menü, wo man zum Beispiel die Abstände anschauen kann oder zum Boxenstopp die Strategie halt einstellen kann. Und da schaltet man das Menü halt hier durch. Den Boxenstopp braucht man vor allem bei 24-Stunden-Rennen, wenn man Fahrerwechsel macht, weil da muss man Reifendrücke einstellen. Welchen Reifensatz man auswählt, welchen Fahrer der als nächstes halt fährt, wie viel Sprit man nachtankt. Das kann man alles über die vier Knöpfe machen. Das ist der Pit-Limiter. Der ist ganz wichtig, wenn man halt in die Box reinfährt, damit man nicht zu schnell fährt, weil sonst kriegt man eine Strafe. Das waren eigentlich alle Knöpfe vorne. Hinten haben wir zwei Schaltwippen. Herr Tauscher, warum ist der Quick Release jetzt schräg hinten dran gebaut? Also ich meine, ja, man kann das die Wheelbase anders centern über den, aber warum zum Kuckuck ist das so? Mein innerer Monk. Die Schaltwippe ist zum Hochschalten. Und oh, der Schalt, Junge, ist das laut. Alter. Die ist zum Runterschalten. Eigentlich genauso wie im echten Auto. Das hier sind Magnetschaltwippen, damit man ein besseres Gespür hat und man hört es auch richtig, wie es immer klackt. Neben dem Lenkrad habe ich noch eine Buttonbox, weil eben die Knöpfe nicht mehr gereicht haben bei mir. Oben rechts ist die Zündung. Das ist geil. Und da rechts daneben ist ein roter Knopf. Das finde ich richtig geil. Wirklich, das fühle ich sehr und ich hätte auch lieben gerne so ein Ding. Also nur so ein Anmach-Ding. Der Starter und dann kann man das Auto starten. Dann läuft das Auto und dann ist der Motor an. Darunter habe ich zwei Knöpfe, die ich aktiv benutze. Zum einen der Scheibenwischer. Das ist wichtig, wenn es zum Beispiel zum Regnen anfängt. Dann rechts daneben habe ich noch die Lichtstufen. Heißt, man kann mit entweder Licht komplett ausfahren oder Tagfahrlicht. Und als letztes gibt es noch Aufblendlicht, wie halt am Straßenverkehr auch. Aufblendlicht, das ist ja auch geil. Dann habe ich auch am Lenkrad, aber in der Buttonbox habe ich es auch noch. Bremsbalance, Traktionskontrolle und ABS. Nehme ich eher selten her, weil es halt am Lenkrad viel schneller ist. Geht es viel schneller, es umzustellen, eben weil man halt die Hand direkt dran hat. Aber im Notfall hätte ich es an der Buttonbox auch noch. Die Pedale sind tatsächlich auch ganz komplex, genauso wie das Lenkrad. Die Kartons dahinter. So geil, ey. Die Feder ist, warte mal, sind das? Ja, das sind Ultimate, ne? Sind das Heusingenwelt Ultimate, ja. Und der Motor selber auch. Die geben beide viel Kraft her. Zum Beispiel muss man die Bremse oder kann man die Bremse bis 100 Kilos drücken. Heißt, man muss schon große Kraft auch aufwenden, damit man das Auto auch abbremsen kann. Deswegen nehmen auch
die meisten Simracer oder die meisten E-Sportler auch Fahrschuhe her, weil anders könnte man es eigentlich fast nicht aushalten, weil es irgendwann über die Zeit wirklich im Fuß wehtut. Das Gaspedal ist tatsächlich ähnlich wie im Straßenauto tatsächlich auch ein bisschen fester, damit man halt mehr von. Ich überlege gerade, nee, im realen Leben ist doch das nicht so fest, oder? Oder mehr Feedback halt hat, damit man ja, besser mitbekommt, wie viel Prozent man jetzt gerade Gas gibt. Cool. Gibt's davon noch mehr? Herr Tauscher, also sympathischer Typ, ne? Herr Tauscher ist wirklich ein sehr sympathischer Typ. Leute, lasst doch mal ein bisschen Liebe da. Komm. Oh, das wünsche ich mir, dass es davon mehr geben würde.